Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute steht mit mir vor der Kamera der Ora Funky Cat, so hieß er einmal. Der hat sich im Namen etwas verändert und es gibt auch eine weitere wichtige Neuerung für den Ora. Das wollen wir heute alles in diesem Video klären. Das heißt, wir schauen uns den Ora einmal ganz kurz an, wollen aber zunächst einmal auf die Gesamtsituation am Elektroautomarkt kurz eingehen. Der ist stark unter Druck geraten, gerade durch den spontanen Wegfall der Fördermittel Ende letzten Jahres, also im Jahre 2023, ist der Elektroautomarkt so ein bisschen eingeknickt und vor allem auch die Nachfrage ist deutlich eingeknickt. Die Hersteller versuchen dies gerade zu kompensieren mit neuen Einstiegspreisen bzw. starken Rabattaktionen. So eben auch die Chinesen. Doch zunächst einmal, was bieten denn aktuell die Deutschen? Volkswagen ist im Moment als erster in die Bresche gesprungen, hat die Preise seiner ID-Modelle drastisch gesenkt. Der ID.3 startet jetzt eben um 7.200 Euro reduziert bei 32.490 Euro. Dann haben wir BYD, der erste chinesische Hersteller, ist dann eingesprungen, hat auch seine Preise entsprechend gesenkt. Für das Einstiegsmodell, den BYD Dolphin, liegt nun der Einstiegspreis bei 32.990 Euro. Cupra hat dann ebenfalls den Born reduziert, der startet jetzt bei 31.000 Euro rund. Und Dacia, die günstige Marke, hat erstmals einen fünfstelligen Rabatt eingeführt. 10.000 Euro Rabatt für den Dacia Spring. Bedeutet, er ist das günstigste Elektroauto und der startet jetzt bei 12.750 Euro. Als nächste chinesische Marke kam dann Ora ins Spiel mit dem Ora 03, so wie er jetzt heißt. Der hat jetzt auch eine Rabattaktion bekommen, erst für 9.000 Euro bis Ende Januar. Jetzt hat man eine neue Aktion aufgelegt. Bis 31.03. läuft diese aktuell und zwar 12.000 Euro Rabatt auf bereits beim Händler befindliche Lagerfahrzeuge. Also auch das eine echte Einstiegsgranate, die hier gezündet wurde. Der Einstiegspreis nämlich jetzt für den Ora liegt bei 26.990 Euro. Und was wir dafür bekommen, das wollen wir uns heute in diesem Video anschauen. Wenn ihr dabei bleibt, gebt dem Video gerne ein Like, kommentiert mir vor allem dieses Video und schreibt mir eure Meinung zum Thema Elektropreise, Elektrorabatte und überhaupt zum Gesamtautomarkt. Ich bin gespannt. Lasst uns dann am Ende des Videos gerne diskutieren. Und jetzt starten wir mit der Vorstellung des GWM Ora 03. Viel Spaß! Als Ora Funky Cat hat er gestartet und nach kurzer Zeit wird er jetzt auch schon umbenannt. Offizielle Aussage, damit man ihn besser in die neuen Modellreihen einpflegen kann. Allerdings muss man leider dazu sagen, es gab auch einen kleinen Rechtsstreit mit dem Hersteller Caterpillar. Da gab es also so ein kleines namensrechtliches Thema. Aber deswegen heißt er jetzt GWM für Great Wall Motors, Ora für die Marke, 03 ist das Modell. Also eher ein deutlich schlichterer Name. Finde ich ein bisschen schade. Funky Cat war halt schon irgendwie recht ansprechend. Ansprechend ist auch das Design des Ora, also rundliche Formen, die so ein bisschen eher den Mini ansprechen, vielleicht auch so ein bisschen eher femininer daherkommen. Man versucht das natürlich hier mit dem sportlichen, optischen Ora 03 GT ein bisschen mehr maskuliner daherzukommen, vielleicht auch um ein bisschen mehr den maskulinen Käufer anzusprechen. Ich glaube aber eher, dass das Auto hier meiner Meinung nach eher ein Zweitwagen und dann vielleicht auch eher ein Fahrzeug für die Dame des Hauses ist oder aber für junge Mädels, die dann doch auch eben jetzt mobil unterwegs sein wollen. 4,25 Meter ist der Ora lang, 1,83 Meter ohne Außenspiegel breit und 1,60 Meter hoch. Wir sehen, unser Ora GT steht hier auf 18 Zoll Leichtmetallräder. Im Fahrzeugboden eingelassen ist die Antriebsbatterie. Es gibt wahlweise zwei Akkuvarianten. Einen kleinen Akku, das ist dann der Ora 03 300. Der besitzt einen 48 Kilowattstunden LFP-Akku, der netto 45
1,3 Kilowattstunden zur Verfügung stellt. Bei den größeren Modellen, den Ora 03 400 Modellen oder dem GT, gibt es dann eine große Batterie, 63 Kilowattstunden brutto, 59,1 Kilowattstunden netto nutzbar. Geladen wird vorne links, das ist ein bisschen unpraktisch, denn auf der verkehrszugewandten Seite muss geladen werden. AC kann geladen werden dreiphasig, 11 kW an der Wallbox oder der Ladesäule. In dann 5,5 bis 6,5 Stunden, je nach Akkugröße, ist der Akku dann wieder voll. Schnelllade-Peak liegt bei 64 bis 67 Kilowattstunden, je nach Akku. Damit ist der Akku in 40 Minuten von 15% auf 80% wieder gefüllt. Ja, das klingt erst einmal gar nicht so gut, ist aber eher zweitrangig, denn das Fahrzeug will ja auch kein Langstreckenbolzer sein. Das sieht man allein schon an der Akkugröße. Und deswegen werden diese Fahrzeuge auch eher zu Hause an der Wallbox geladen. Da ist die Schnellladefähigkeit gar nicht mal so wichtig. Schauen wir uns aber nochmal den Ora weiter an. Kommen wir zum Heck und da sehen wir auch ein eher rundliches, ja, durchaus eigenständiges Design, denn es gibt keine wirklichen Rücklichter. Wir haben hier lediglich ein Leuchtband hier durchgängig vorhanden. Das ist auch das Einzige, was man in der Nacht von hinten beim Ora sieht. Es sei denn, der Ora-Fahrer vor einem bremst, dann geht natürlich hier oben noch die dritte Bremsleuchte an oder er blinkt. Die Blinker sind unten eingelassen. Ein eher rundliches Design auch hier. Die Heckklappe öffnet bei den höheren Modelllinien Pro stets elektrisch und gibt dann den Stauraum frei hinter einem sehr kleinen Kofferraum, wie ich persönlich finde. Es geht tief nach unten runter, wie wir sehen, ungefähr deutlich über das Handgelenk hinaus. Das heißt also, man hat eine hohe Ladekante, geht dann auch weiter nach unten. Das ist dann öfter, wenn man schwere Sachen reintut, für den Rücken nicht sonderlich schonend. Dennoch, die Rücksitzbank ist im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbar. Wenn man die dann umlegt, dann gibt es eine Maximalkapazität von 828 Liter. Was am Ende bedeutet, ein Kinderwagen bringt ihr im Normalfall hier eher nicht unter, es sei denn, ihr habt einen wirklich sehr, sehr klein zu faltenden Kinderwagen. Kindersitze finden auf der Rücksitzen ihren Platz und den schauen wir uns jetzt genauer an, denn da sitzen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene wie ich. Die Platzverhältnisse im Fond sind wirklich sehr gut für die Fahrzeuggröße. Jetzt ist der Sitz auch etwas weiter hinten. Normalerweise geht der noch ein Stück weiter nach vorne, denn die Einstiegsautomatik ist aktiv. Und selbst da habe ich noch genügend Kniefreiheit. Ich habe genügend Kopffreiheit hier im Fond. Die Sitzbank ist allerdings relativ flach über dem Fahrzeugboden. Deswegen ist meine Kniewinkel hier so ein bisschen unschön. Aber für die Dauer eines, ja, sag ich mal, 200 Kilometer Trips ist das hier völlig ausreichend. Schön auch, wir haben hier eine Stoff-Leder-Kombination bzw. Mikrofaser- und Kunstleder-Variante. Alles wirkt hier sehr gut verarbeitet. Wir haben hier in der Mitte auch noch eine kleine Armauflage mit zwei Becherhaltern und einen USB-A-Anschluss hier in der Mittelkonsole, um Geräte mit Strom zu versorgen. Die Kopfstützen gehen angenehm weit raus und wir haben hier auch Haltegriffe an den Außenpositionen. In den Türverkleidungen passt noch eine Flasche Wasser rein. Die sind allerdings nicht ausgekleidet. Insgesamt gefällt mir, wie schon mal erwähnt, der Materialmix und die Verarbeitung hier sehr gut. Wir gehen in Reihe 1. Vorne sitzt es sich äußerst bequem auf gut gepolsterten, angenehm breiten Sitzen, die hier in der GT und in der Pro Plus Variante des großen Akkus, also des 400 Pro Plus, sogar mit Massagefunktion ausgerüstet sind und auch belüftbar. Ansonsten gibt es auch noch eine Sitzheizung, alles beide dreistufig. Der Blick über den Armaturenträger dann zeigt auch hier eine sehr schöne Materialauswahl, eine gute Verarbeitungsqualität. Alles wirkt hier sauber zusammengesetzt und auch hochwertig gemacht. Hier mit so einer Art Neoprenstoff, eine schöne Doppelziernaht mit einem roten Ziernähten. Das wirkt hier insgesamt schon sehr schlüssig und auch sehr reduziert. Wir haben wenige Schalter, lediglich hier unten ist eine Schalterleiste, die so ein bisschen an den Mini mit diesen Kippschaltern hier erinnert. Das sind aber die Klimadirektbedienelemente. Zum Beispiel kann man eben die Klimaanlage hier einschalten. Weitere Klimafunktionen werden dann über den Bordmonitor gesteuert. Wir machen das jetzt hier nochmal aus, damit wir keine Windgeräusche bekommen.
Ich sage nochmal ganz kurz, hier ein Stockwerk tiefer sind die zwei Ladeanschlüsse USB-A für das Smartphone, welches aber auf der Mittelkonsole auch induktiv geladen werden kann. Und wir haben hier den Wählschalter für das Eingang-Reduktionsgetriebe, wobei man hier sagen muss, das Umschalten hier auf die einzelnen Fahrebenen, gerade wenn man dann beim Parken ist, das geht etwas verzögert von der Hand. Also das dauert durchaus, bis man hier so ein bisschen den Gang in die richtige Fahrstufe eingelegt hat. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dann geht zum Beispiel auch automatisch die Rückfahrkamera an. Wir haben eine 360-Grad-Kamera hier installiert, genauso mit einem durchsichtigen Chassis, wo man dann drüber fährt zum Beispiel. Sehr wichtig zum Beispiel, dass man eben nicht auf irgendwelchen Hydranten parkt, die im Boden eingelassen sind. Zudem auch sehr schön, wenn man dann eben lenkt, zum Beispiel beim Einparken oder beim Langsamfahren geht auch die Außenspiegelkamera an. Also sieht man dann auch sehr schön, wie viel Platz man noch rechts und links hat. Ansonsten sehen wir eben hier eine durchgängige Fläche, die mit zwei Displays miteinander verbindet. Beide sind gleich groß. Zum einen das Kombi-Instrument für die fahrrelevanten Informationen und den Media-Bildschirm. Das ist ein Touchscreen, der wird hier über die Direktwahltasten unter anderem bedient. Wir haben hier die Möglichkeit, eben einzelne Apps reinzuholen. Wir haben Android Auto und Apple CarPlay, was für chinesische Autos sehr besonders ist. Beides hier vorhanden und beides auch wireless umgesetzt. Das funktioniert auch sehr gut. Wir haben aber auch noch ein werksinternes Navigationssystem hier an Bord, das auch sehr schön aufgelöst ist. Ja, die Reaktionsschnelligkeit ist durchaus in Ordnung. Leider immer noch keine perfekte Ladeplanung mit Ankunft von Akkustand und auch einer perfekten Langstreckenladeplanung. Aber wie schon erwähnt, das Fahrzeug ist einfach kein Langstreckenfahrzeug, sondern will eher im urbanen Stadtverkehr, im Kurzstreckenbetrieb als Zweitwagen eingesetzt werden. Das kann er auch durchaus gut, das werden wir uns gleich anschauen. Wir fahren jetzt, wie gesagt, die Variante GT, bedeutet, wir haben hier einfach nur die sportlichere Optik, wir haben den großen Akku, wir haben weiterhin stets einen Antrieb, den es für den Ora gibt, der ist egal, ob kleine oder große Batterie, 126 kW leistet der, sitzt an der Vorderachse und gibt seine Kraft auch an die Vorderachse direkt weiter. 250 Newtonmeter ist das maximale Drehmoment. Und 8,3 Sekunden geht es aus dem Stand auf Tempo 100 und 160 ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Die werden wir heute allerdings nicht erreichen. Dennoch werden wir uns jetzt auf die Straße begeben und ich gebe euch noch einen kleinen Fahreindruck, bevor es dann zum Fazit geht. Und dann gibt es noch meine eigene abschließende Meinung, was ihr für 26.990 Euro hier beim Ora so bekommt. Unterwegs mit dem Ora 03 GT. Das Auto gefällt hier im Innenraum gleich zu Beginn eben mit dieser tollen Rundumsicht, die man während des Fahrens genießen kann. Man hat große Außenspiegel, man hat große Glasflächen, man sitzt hier auch schön in das Fahrzeug integriert. Der Antrieb, der hier unter der Vorderachse steckt, der hat auch für den Alltag stets genügend Leistung. Natürlich durch den E-Motor ist das Ganze dann auch so optimal umsetzbar, dass man eben, ja, sobald man das Fahrpedal etwas weiter durchdrückt, dann ist eben die Leistung sofort da. Das Drehmoment von 250 Newtonmeter wird direkt an die Vorderachse übertragen, was natürlich im Winter dafür sorgt, dass man das ein bisschen verhaltener machen sollte, denn sonst ringen die Vorderräder schnell nach Traktion und es gibt einen sogenannten Traktionsverlust. Die Räder drehen durch, aber was hier durch die Elektronik auf alle Fälle gut im Zaum gehalten wird. Gefallen tut auch während eines Abbiegevorgangs hier immer wieder das Einblenden der Außenspiegelkameras. Das sorgt dann auch nochmal für ein bisschen mehr Übersichtlichkeit und vor allem sieht man dann eben auch schon, dass man nicht seine Felgen hier am Randstein ankratzt oder wie viel Platz man eben noch nach rechts zum Fahrbahnrand hat, damit man eventuell nicht hier in den Graben hineinfährt. Das finde ich sehr gut gelöst. Die Fahrassistenzsysteme, die Ora hier mitliefert,
sind vollumfänglich. Wir haben ein Überwachungssystem für den Fahrer, das durchaus öfter mal etwas nervt und vor allem auch den Hinweis gibt, man soll nicht geistig abwesend sein beim Autofahren und sich bitte konzentrieren. Ist aber für Fahranfänger sicherlich keine schlechte Idee in meinen Augen, denn Fahranfänger sollen sich schlicht und ergreifend natürlich noch mal deutlich mehr auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren, weil sie eben noch nicht die Erfahrung haben, was jetzt nicht heißt, dass sich auch Erwachsene oder erfahrenere Autofahrer ablenken lassen sollten. Aber nichtsdestotrotz, das ist nochmal so ein kleiner Sicherheitspunkt, den ich finde, gerade weil das auch sicherlich ein Auto ist für Fahranfänger, da passt das sehr gut. Die Assistenten ansonsten, wir haben Spurhalteassistenten, wir haben Abstandsregeltempomaten, wir haben Notfallbremsassistent an Bord, Notfallmeldesystem, also ein E-Call-System. Wir haben auch eine Tote-Winkel-Überwachung an Bord. Das heißt also, alle Assistenzsysteme sind vollumfänglich und Sicherheit ist hier auch groß geboten. 5 Sterne beim Euro NCAP Crashtest hat der Ora bekommen. Also auch das, man hat hier mit dem chinesischen Kompakt-Elektroauto einen durchaus sicheren Partner an seiner Seite. Das Fahren ist eher komfortbetont. Man merkt, dass der Antrieb zwar direkt anspricht, ist aber nicht ja, überfordernd für viele, sondern es geht zügig voran. Es geht auch angenehm zügig bei Überholvorgängen voran. Man kann das also auch auf der Landstraße sehr gut absolvieren. Auf der Autobahn liegt das Auto dank des langen Radstands auch sehr satt auf der Straße. Die Lenkung ist angenehm direkt, bietet allerdings nicht sonderlich viel Rückmeldung von der Straße. Muss es aber auch nicht, denn ein Racer wird der Ora 03 auch als GT nicht. Bei den Windgeräuschen muss man sagen, die könnten ein bisschen besser gedämmt sein. Gerade hier so in die A- und B-Säule gibt es immer wieder Luftverwirbelungen. Dennoch bin ich der Meinung, dass es für ein Kompaktfahrzeug durchaus ausreichend ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, für eine Modellpflege wäre hier so eine Doppelverglasung noch ganz fein. Aber gut, muss das sein? Ist immer die große Frage am Ende des Tages. Die nächste Frage, die sich stellt, ist natürlich die des Verbrauchs und der Reichweite. Also hier muss man sagen, ich habe jetzt im Alltag rund 17 Kilowattstunden immer mit dem Ora 03 GT verbraucht. Mit der großen Antriebsbatterie, also 59,1 Kilowattstunden nutzbar, hat man somit einen Aktionsradius von gut 300 Kilometern. Das finde ich durchaus ausreichend. Mit der kleinen Batterie gehe ich mal davon aus, sollte man so um die 250 Kilometer Reichweite schaffen. Also muss jeder hier für sich auf alle Fälle mal herausfinden, was so für den Alltag als Zweitwagen durchaus ausreichend ist. Ob da nicht sogar die kleine LFP-Zelle mit eben hier 45,3 Kilowattstunden nutzbar nicht sogar ausreichend wäre. Ich würde sagen, nun geht es zum Fazit. Da gibt es dann nochmal meine persönliche Meinung und vor allem auch nochmal das Thema Preise. Also bis gleich. Dass der Ora ein insgesamt echt gutes Auto ist, toll fährt und auch sonst viel Platz im Innenraum bietet, das stand vorher ja schon fest. Allerdings war er schlicht und ergreifend einfach zu teuer. Mit 38.990 Euro, da ging es los. Die meisten wollten dann ja den großen Akku und natürlich auch die meisten Ausstattungsoptionen wie eben Massagesitze, belüftete Sitze haben und mussten dann schon tief in die Tasche greifen, denn 47.490 Euro hat dann eben die gerne genommene Variante 400 Pro Plus gekostet. Da war allerdings dann auch schon die Wärmepumpe drin, die ansonsten immer 900 Euro Aufpreis kostet. Eine Metallic-Lackierung musste man dann auch immer noch kaufen, die kostete 690 Euro Aufpreis. Jetzt gibt es, wie gesagt, einfach einen großen Rabatt von 12.000 Euro auf die ausgerufenen Preise. Das bedeutet eben, dass der Ora 03 mit dem kleinen Akku bei 26.990 Euro beginnt. Den würde ich euch sogar auch empfehlen, wahrscheinlich sogar als Pro-Variante. Die kostet 2.000 Euro mehr. Da sind dann aber auch noch ein paar nette Gimmicks mit drinnen, wie hier zum Beispiel die belüfteten Sitze unter anderem. Dann braucht es noch eine Wärmepumpe für 900 Euro Aufpreis.
und eine schöne Metallic-Lackierung, 690 Euro Aufpreis, dann sind wir ungefähr bei gut 30.000 Euro, was der 300er kostet. Ja, ihr müsst euch dann aber im Klaren sein, dass die Reichweite in der Praxis wahrscheinlich so bei 250 Kilometern lediglich liegt. Wer mehr braucht, der muss zum 400er greifen mit dem großen Akku. Die Schnellladefähigkeit ist dann eher zweitrangig, denn ob 64 Kilowattstunden 64 kW schnell geladen wird oder 67 kW, das macht das Kohl nicht fett, wie man so schön sagt. Ich persönlich finde, insgesamt macht der Ora jetzt deutlich mehr Sinn, gerade mit den aktuellen Preisen. Man bekommt hier für 35.000 Euro den Pro 400 Pro Plus. Ein durchaus gutes Auto und dann ist er auch kaum teurer, ehrlich gesagt, oder sogar deutlich günstiger als ein VW ID.3 oder ein Cupra Born mit 58 Kilowattstunden Batterie, wobei die natürlich deutlich schneller laden können und dann eher für Langstreckenfahrer gedacht sind. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zum neuen Preis für den Ora sagt. Meint ihr, der wird ihn jetzt zu neuen Verkaufszahlen beflügeln? Oder glaubt ihr eher, er bleibt weiter leider eher ungeliebt und ungefragt? Ich bin sehr gespannt, was ihr meint. Mir hat er, wie gesagt, gut gefallen. Ich fahre ihn äußerst gerne. Und irgendwie mag ich dieses knuffige Design auch sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch jetzt einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.